Hier handelt es sich um den Hylostachys bisetti, einer der robustesten, winterhärtesten und auch sehr, sehr unkomplizierten Bambusse, die man auch wunderbar als Heckenpflanze hernehmen kann. Wie man hier sieht, das alles ist in circa 5 Jahren entstanden, ausgehend von sehr kleinen Pflänzchen bzw. blanken Rhizomen. Hier geht es weiter, deswegen sind die noch im Kübel, bevor die ausgepflanzt werden können. Und hier sieht man mal ein Rhizom recht gut. Das ist nämlich an der Oberfläche, also an der Luft. Oft ist es das Ende von einem Rhizom. Also hier geht es weiter und hier endet es. Und daraus wird ein normaler Halm, der natürlich nie die normale Halmstärke erreichen kann. Also wird oft als Whip bzw. Peitsche bezeichnet, wegen der Form, nehme ich an. Interessant ist hier das Rhizom, das man sieht. Es ist grün geworden, nicht weißlich, wie es aussieht, wenn es unter der Erde ist. Und es kommt wirklich aus jedem Knoten, aus jeder Knospe ein Halm raus, beziehungsweise sollte eigentlich ein Seitenrhizom werden. Aber hier wird natürlich früher oder später ein Halm daraus. Also zick, zack, links, rechts, links, rechts. Immer weiter. Funktioniert natürlich beim Bisetti besonders gut, weil der ist eine äußerst wüchsige Art ist.